whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich wieder in Amerika, in Kentucky. Probiere aber keinen Kentucky Straight Bourbon, sondern einen Likör. Und zwar den Jim Beam Honey Likör mit 35 Volumenprozenten. Nun, was ist ein Likör? Likör ist eine Mischung von Alkohol mit irgendetwas Süßem. Und ein Whisky-Likör ist, wenn man Whisky mit etwas Süßem mischt. Dazu typischerweise noch etwas Kräuter, eine Kräutermischung und dann je nach Gusto unterschiedliche Alkoholgehalte. Der Honey-Likör von Jim Beam ist nun mit 35 Volumenprozenten relativ stark abgefüllt. Und hier steht nun drauf, Jim Beam mit natürlichem Honig, Limited Edition, nur für kurze Zeit, pur eisgekühlt genießen. Ja, das werde ich nun gerade nicht machen, denn ich möchte ja die Aromen feststellen, das möchte ich nicht eiskalt probieren, sondern das möchte ich zimmerwarm probieren, damit ich die Aromen des Likörs wirklich in mich aufnehmen kann. Und wenn man dann nachher sagt, nu, schmeckt nicht, dann kann man immer noch kalt trinken. So. Hier steht noch drauf, Jim Beam Honey, Jim Beam Infused with Real Honey. Infused, das ist aus dem Amerikanischen oder Angelsächsischen. Ein Likör ist dort eine Infusion, wogegen ein Likör ein Schnaps ist. Also wir haben hier also mit einer Infusion zu tun und nicht mit einem Likör. So, was haben wir hier hinten noch draufstehen? Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whisky mit natürlichem Honig. Bourbon-typische Eichen- und Vanillearomen mit einer balancierten Honignote. Also hier setzt man nicht auf Kräuter, sondern rein allein auf Honig. Schauen wir mal. Jim Beam enthält all den Stolz der Beam, der 200-jährigen Geschichte der Beam-Familie. Unsere inspirierten Distiller nahmen Jim Beam Bourbon und infused it und haben es also die Infusion mit goldenem, echtem Honig. Ja, da muss man aufpassen, da gibt es also eine Menge Kunsthonig, ne? Echten Honig. Das ist ein weicherer, neues Kapitel in der Jim Beam-Legende mit reichen Noten von Karamell, Eiche, Vanille und einem warmen Finish mit süßem Honig. Aha, hier steht jetzt was anderes drauf. Enjoy neat, chilled or on the rocks. Also pur, gekühlt oder on the rocks. Und dann hier dieses Beam-Zeichen zusammen mit einem Bienenstock, wo die Bienen drumherum fliegen. So, und auf der Seite. Distilled and bottled by Jim Beam Distilling Company, Beam Clermont, Frankfort, Kentucky. So, also hier stehen jetzt erstaunlicherweise nicht die sieben Köpfe der Beam-Familie drauf, was sonst immer der Fall ist. Ansonsten Standard Jim Beam Flasche, Schraubverschluss, große Auflage, viele Flaschen. Was erwarte ich mir? Genau das, was draufsteht. Babsüß. Dazu intensiven Kentucky Straight Bourbon Whisky von Jim Beam. Der mir, da habe ich mal den Jim Beam Joyce probiert, hat mir nicht so wirklich gut geschmeckt. Denn aus dem Jim Beam Haus gibt es da noch viel, viel schönere Sachen wie den Booker's, den Baker's, den Basil Hayden und den Knob Creek. Und die habe ich auch schon probiert, da blende ich in die ein. Das ist also allerfeinste Sahne aus dem Hause Jim Beam. Die können auch richtig guten Whisky und nicht nur die Millionen Flaschen von Jim Beam White and Black. Und der Green, der Joyce, der war auch nicht besser. So. Honig süß. Ich bin also von Natur aus ein ganz Süßer. Ich mag also gerne was Süßes. Und den Honig, den spüre ich ja auch sofort. Sehr schön. Boah. Hinter dem Honig dann auch die Vanille. Und schon der Alkohol ist nicht mehr zu spüren. Der ist schon weg. Na, ein Anklang von Alkohol dadurch, dass in der Nase ein bisschen kühler wird durch den Alkohol. Alkohol, Vanille und Honig.
sämig, süß, voll, Speichelfluss anregend im Mund, süß auf der Zunge, der Alkohol nicht wirklich zu spüren, immer noch süß, Karamell, Bonbons, Honig, Eiche, nicht wirklich viel, mit ein bisschen guten Willen, aber nicht wirklich viel Eiche. Kein Wunder, der lag auch nur 2 Jahre im Eichenholzfass, denn damit ein Whisky sich Kentucky Straight Bourbon nennen darf, braucht er 2 Jahre und einen Tag im Eichenholzfass. Allerdings frisch ausgebrannte Fässer, da kommt eine Menge rüber, aber trotzdem die bitteren Noten der Eiche überhaupt nicht. So lang ist der Abgang nun auch nicht. Anhaltend, ja, süß ist immer noch. Und den Honig spüre ich auch noch. Ja, für ein Likör, nett, bisschen eindimensional mit Honig, aber ja, schön. Hat mir geschmeckt, kann ich empfehlen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.